gepostet hat. Ja. Na gut, Luis. Bester Trapper EU. Ja, 3 Stunden nach Release wahrscheinlich. Ja. Hey. Dann hätte ich ja Nein. gespielt, wäre ich auch bester Man in EU gewesen. Oder zumindest mal in den Top 50. Denke ich. Ja, das wäre das in 3 Wochen immer noch ist, dann Respekt, aber dann. Dann denke ich auch, dann wird er in den goldenen E-Sport-Himmel aufsteigen. Ja. Sowieso. Oder den dunklen No-Life-Keller eher. Ja. Guck doch mal, nach welcher Perspektive. Den dunklen No-Life-Keller, ja. Was? Ich hab 0,5 Siege und Niederlagen. Ne, Ja, ist er. genau. Erst wenn du den Sus-Ratio. Hast du einen Invite bekommen, oder? Ja. Achieve 95% or higher accuracy against Predators in a match outside of the Tutorials. Vegan Police finde ich super. Was für ein Platz warst du? Oder wart ihr? 3850 oder Yes, so. ich bin 2272. Oh. Ich bin doch den dumm. Achso. Evakuation, PvP, Fight Game. Das bin ich. Don't fight the game, fight the player. Erster Platz ist Adolf Skittler von Rainbow bei Adolf FIFA. Skittler von Rainbow, ja, sehr schön. Skittler. Und Taste Rainbow! Dings Platz 14, Ralf. 14? Ja. Na dann. Oh, er hat nur 3 Tode, das ist tatsächlich krass. Als was? 3 Tode hat er nur. Ja, als was? So eine krasse. A Trapper. Ah. Ja, vielleicht kann ich mal hinten rumpimmeln und die anderen sterben Aber. lässt. Hätte er aber wahrscheinlich nicht 14 Siege von. Also er hat, so wie ich sehe, Aber nur als Magie. hat er Wahrscheinlich 0 hat er mit drei Leuten Niederlagen. gesch hat er drei Leute mit 3 Leuten gespielt. Ja, diese Win-Lose-Ratio verstehe ich noch nicht so ganz. Weil ich bei mir schon auch 2 Wins, 2 Win-Lose-Ratio. Ich weiß aber nicht, wie das bei der Evacuation gewertet wird. Weiß ich Ob auch das nicht. als ein Spiel gewertet, weil irgendwie so richtigen Sieger gab es am Ende ja nicht, ne? Das waren irgendwie Nee. nur fünf Matches, wo halt sich die Umgebung geändert hat. Und am Ende hast du halt Bonus-XP bekommen, je nachdem, wie viel du gerettet hast. Ich bin jetzt schon 5-mal gestorben. Ja. Ich auch. Ein Sieg. Ja, darauf achte ich aber auch ehrlich gesagt Tode nicht, ob für. ich sterbe oder Egal. nicht, weil Wurscht. ist mir wurscht. Naja, das Fusionskraftwerk. Also, ich war in der Beta unter den Top 100 in EU, also da möchte ich mal nur betonen, ne? Oh, ganz ehrlich, Das Medic Screenshots wurscht, or didn't Sweeping. happen. Ja, leider habe ich es vergessen. Okay, Oh, ich ich muss hab jetzt dem schon Drang Panzer. widersprechen, auf G zu drücken. G zum Sprechen drücken. Ich will immer drücken. Dann wird's aber leise im Skype, Vorsicht. Ja, deshalb habe ich schon die Hände weg von der Tastatur. Das muss ich beherrschen. Nicht Retarded Iceman. drücken. Don't press it. Don't do it. Kann man irgendwie ausschalten? Kann man sich irgendwie. Ich will überhaupt keinen Voice Chat, ehrlich gesagt, haben. Aber ich habe Schiss, wenn ich die Option Push to Talk ausmache, dass dann irgendwie auch die ganze Ich Zeit glaube, dann durchgeht. ist Dauersenden angesagt, Ja, ja. das ist dann nämlich mein nächstes Problem. Das will ich ja doch nicht. Dann lieber Push-to-Talk angeschaltet, lass uns auf irgendeine Taste legen, auf Ü Wo oder du halt so. nicht hinkommst mit dem Finger Ja, auslassen. genau. Wo du nicht denkst, oh Granate, nee, warte. Ja, Oh was ist mein denn Gott, jetzt? jetzt habe ich das im Hinterkopf. G für Granate, G für Granate. Gott sei Dank gibt es keine Granaten, Ja, die du Gott auf sei Dank G gibt's keine aktivieren Granaten. kannst. Gib eine M für Minen. Yeah. Eine Mark Markov. Yay. Nein! Hab ich schon? Nee, hab's nicht, hab ich noch nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach ne, habe ich mir nicht gedacht. Weil der Udianik, dieses Dings, was er hat, das ist ein Trapper. Ein Trapper-Icon. Es ist vor allem der neue Trapper, ne? Ja. Der Ape. Was kann der genau? Der kann Köder auswerfen, ne? Eine Schrotflinte kann, glaube ich, diese komischen Partikel, also so eine Partikelwolke machen. Ja, stimmt, genau. Wo alle gemarkt sind in der Ja. Zone. Ich glaube, die Schrotflinte war irgendwie auf Fern- und Nahkampf gedacht, ne? Du Keine kannst irgendwie Ahnung, ja, irgendwie aufladen so. für Fernkampf oder ganz schnell schießen für Nahkampf oder so. Patrick hat sich schon den zweiten freigespielt. Mir fehlen auch noch 2000 Heal oder so für den zweiten. Okay, jetzt habe ich da den Sound zu leise gemacht, jetzt habe ich fast keine Stimme mehr im Sound. Ja, immer ist irgendwas in dem Ja, Spiel. immer ist irgendwas. Nicht auf G drücken. Ich will die Kraft drücken.
verschiedene. Nimmst du eigentlich auf für dein Let's Plays, oder? Nutze den Schildprojektor, um wie mein? Nimmst du das eigentlich auf für dein Let's Plays, oder? Ich nimm's jetzt einfach mal auf und dann schaue ich mal, was ich davon verwerten kann, wenn's für euch in Ordnung geht. Jojo. Jojo. Also weißt du ja, wo die Tante eben hingeleitet wird. Ja. Die 2 Cent, die ich abkriege. Wenn ich Fame werde, seid ihr die Ersten, die davon profitieren. Yeah, super. Ich würde gerne in Fressalien bezahlt werden. Die Fame ist noch. Ja, definitiv. Wir reiten dann auf Chris, auf volle Welle des Erfolgs. Schön, ich muss noch einkaufen, scheiße. Du meinst den Basiliskennebel? Kenn ich. Schon wieder. Deswegen ich einmal die Woche einkaufen, ne? Deswegen einen scheiß Dreck gehabt, einmal die Woche. Ich hab nicht in den Mutagenkriegen gedient. Ich kann schlecht haushalten, deswegen. Ich kann nur für 1-2 Tage einkaufen. Wenn ich zu viel esse. Ich fahr nächste Woche nach Hause. Ja, ich freue mich, wenn ich meinen alten Freund nochmal sehe. Ich könnte jetzt schon kotzen, weil nächste Woche Karnevalswoche ist. Karneval, Kamelle. Wann geht's los mit Karneval? Ich hab's nicht im Blick. Nächste Woche ist Rosenmontag, so wenn ich weiß. Also Montag geht's los. Also es geht ja schon seit los, seit 3 Monaten oder so. Aber jetzt habe ich diese dreckige Maus. Dann ja mal gucken. Also das ist mein Schuss. 3 ist der Airstrike, 4 macht uns unsichtbar und 2 ist der Schildgenerator. Okay. Der Schildgenerator verliert erst Energie, sobald das Schild abnimmt vom Gegner, glaube ich. Ne? Sobald einer angegriffen wird mit dem Schild. Okay. Glaube ich, so habe ich es jetzt. Okay, die Sprünge gehen plötzlich in die andere Richtung, das ist das falsch. Ja. Unser Track. Wow, hier ist die grüne Scheuse. Grüne Scheiße heißt was? In dem Fall? Ja, sie sind Pflanzen, grüne Pflanzen. Das war's nicht. Sollten wir Pakiyatschu folgen? Ja, der ist der Trapper. Dafür ist er da. Ja, aber vielleicht ist er nicht gut. Das werden wir sehen. Aber ich folge gerade dir, du folgst ihm. Wo ist Patrick? Ich bin hier irgendwo hinten, ich bin in Spur nachgerannt, bis sie weg waren und dann. Patrick ist richtig, ist falsch. Oh. Wie immer. Okay, jetzt können wir folgen bei Patrick. Es ist das Problem an dem neuen Trapper. Der neue Trapper, der muss im Prinzip hoffen, dass er eins von den Viechern ist, das er markiert. Das ist halt. Im Endeffekt markiert er die Viecher oder wie und dann. Ja, genau, er markiert Köder. Oder mehr Viecher und wenn das Monster das Viech frisst, wird das Monster markiert. Oh, ich hab keine Ahnung, wo es hin ist. Oder wo es. Ja, gut, das könnte uns aber im Late Game helfen, ne? Ja, gut, wenn wir also heißt Late Game im Mid Game. Wenn wir ihn finden, bevor uns auf ist, ja. Definitiv. Ich weiß halt nicht, wie viel er legen kann. Wenn er halt unendlich viel legen kann, ist es natürlich echt praktisch. Ich hätte hier Spuren. Wir sehen ganz viele Spuren. Voll dich, Patrick, du rennst da gerade in ja. Gruppe von Viechern rein. Egal. Jump nach voraus. Stick together. Du stickst together. Together sticken. Wo gehen denn die Spuren? Was sind denn deine Hinterläufe? Was sind deine Vorläufe? Sagen, die gehen hier in die Richtung. Hast du gerade Vögel gehört? Da. Oh, ja, sind wir gerade hergekommen. Wo ist eigentlich unser Team? Wir sind absolut komplett aufgeteilt, ne? Wie ich mal nur so sagen. Naja, wir sind voll in der Nähe, du und ich. Ja, aber der Rest nicht. Ah, wir machen das Monster. Extra war es keiner. Ah, ein Airstrike und dann. Tot. Die Dead. Die Dead, genau. Monster verarscht uns. Ist ein gutes Monster. Boah, ein schlechter Trapper. Läuft zu einem Fluss. Ich wollte gerade sagen, hier ist es, aber hier ist nur ein fettes, neutrales Monster. Guck mal, es müsste dann hier irgendwo sein. Das ist gut. Das Monster hält er gut oder ist einfach nur dumm? Oh. Da hinten. Das hat's gerade gegessen. Jetzt hat's was gegessen, was markiert ist. Ich hör's da irgendwo. Da hinten ist doch, was doch markiert. Jetzt hab ich schon direkt für ihn gesehen. Kommst du klar? Ja. Okay, ich wollte Patrick retten. Fire-Basing, Motherfucker! Fick dich, du Feuerschwein!
Kommt ihr? Seid ihr gerade unterwegs, ne? Ja. Ja. Schneid ihn den Weg ab. Ja, gute Idee, mache ich auch. Dann schneide ich ihm sein Bein ab. Erster Weg, dann das Bein. Ach, hier. Das entwickelt sich gleich und ich werde angegriffen von irgendwas. Oh fuck. Ich kann den Airstrike nicht machen. Ja, unter deinem Gucken, wenn du irgendwas überdacht ist, dann geht das nicht. Denn wir sind doch hier gar nicht überdacht. Doch, teilweise. Ja. Der sagt nicht diese böse Schimpfwörter, der gute Mann. Oi, Mate! Fokus. Mehr Schild und Heal aber die ganze Zeit. Ich kann nicht mit einem guten Monster. Das ist zwar gut im Weglaufen, aber. Ja. Sagen, Support macht mir auch Spaß. Das gefällt dir wohl nicht, was? Alle Laune. Aber. Ist das eigentlich Giftnebel oder Markiernebel? Ich hab eine Giftgranate. Gute Frage. Das ist, fühlt sich so an wie so Verschwendung, wenn du, ganze Zeit ein, wenn du den ganzen Tag Drugs beweist, fällt noch so viel der Metti. Ist immer noch getrankt, aber jetzt bekommt's. Ist immer noch ganz schön schnell dafür, dass er getrankt ist, muss ich ja sagen. Er benutzt den Charge die ganze Zeit, um vorwärts zu kommen. Ah, hier ist er, bei mir. Eingekesselt. Oh fuck, im Wasser ist ein großes Monster. Tranks kurz. Auf Granaten! Granate unterwegs! In Deckung! Das wäre doch ein Onkel und jetzt kein. Und euch auch, by the way. Ja. Oh scheiße, direkt an den Ding. Ja. Okay, das war nicht der beste Airstrike der Welt. Ja, der hat uns voll den Weg abgestimmt zum Monster. Ah, es ist doch rausgekommen, aber. Getroffen? Fuck, getroffen. Muss mit dem Airstrike noch üben. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Hab ich auch gedacht. Nee, ist es wirklich nicht. Es braucht eine gute Koordination. Mein Trank ganz koordinieren da ganz gut oder deine oder die Traps vom Tripper. Wann treffe ich jetzt langsam mal oder was mit dem scheiß Trank? Nee, anscheinend nicht. Auf jeden Fall haben wir es immer noch im Blick. Ja, jetzt habe ich es getroffen. Jetzt benutzt er ganz halt seine Skills, um vorwärts zu kommen. Na, dann schneiden wir ihm einfach den Weg ab und dann. Hat er umgedreht? Ja, hat er. Versuch weiter zu tranken, damit es nicht wegkommt. Ja, ist drin. Keiner mal ein bisschen in meinem Leben. So, Feier gibt's noch einen Airstrike. Er war gut im Weglaufen, aber das war's auch. Ja. Aber wir haben auch gut gechased diesmal. Das Mark von dem Typen war echt praktisch, ey. Holy fucking shit. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass es irgendwie gar nicht austimed oder so. Ne, vielleicht hat er auch immer wieder nachgemarkt, weil ich kenne den Charakter, aber es war echt, war so, ne? Ja. Dadurch haben wir wieder den Augen verloren und dadurch konnte ich immer wieder tranken zwischendurch. Ah ja, nice. Nice. Das war nice. Ah,
Minigun fühlt sich wie eine richtige Minigun an. Aber ich gebe schon zu, wenn du hier in diesem 5-Mann-Modus spielst, Monster spielst, ist es schon noch deprimierend, wenn du ein, zwei Runden verlierst und denkst du aus, naja, fickt euch doch alle ins Knie. Ja, wahrscheinlich. Wenn du zu dritt unterwegs bist, wenn du da mal eine Runde verlierst, ist dir das auch irgendwie dann egal, aber... Oh Mann, ich muss immer noch 1500 heilen, das nervt. Ich habe jetzt schon mindestens mein nächstes Achievement für meinen Tranquilizer Gun gemacht in der Runde. So viel wie ich den Scheiß, wie ich getrackt hab. Was war das?